Hi, willkommen bei Grünschild Barbecue & Lifestyle. Heute gibt's Gotze oder Miesmuscheln in einer französischen Art. Und wie ich das gerade gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann geht's hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen Miesmuscheln, 1 Kilogramm. Schaut, dass die zu sind, wenn ihr sie kauft. Das ist ein frisches Merkmal. Meine habe ich schon geputzt. Die sind mittlerweile aufgegangen, aber sind noch frisch. Keine Angst. 2 Esslöffel Öl. Nehmt da, was euch schmeckt. Ich nehme heute Olivenöl. 5 Knoblauchzehen fein gehackt. Habe ich schnell in Nutribullet reingemacht und klein geschreddert. 3 Frühlingszwiebeln in Streifen geschnitten. 3 Tomaten nach eurem Geschmack in Würfelchen geschnitten. Einen Bund Petersilie fein gehackt. Pfeffer und Salz nach Geschmack. 225 ml euren Lieblingsweißwein. Nehmt da, was euch schmeckt, dann schmeckt es auch im Essen. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben. Und dann geht's gleich los am Dutch-Ofen. Das Ganze mache ich heute im Grill bei direkter Hitze zuerst. Weil Miesmuscheln gehen richtig schnell, da braucht ihr nicht groß Kohlen anfeuern. Das Öl rein. Und den Knoblauch mal eine Minute anbraten. Sobald wir ein wenig Temperatur haben und die Knoblauchzehen, die gehackten, ein wenig angebraten sind, passt das schon. Die sollten nicht dunkel werden. Dann geben wir die Frühlingszwiebeln dazu. Und die gewürfelten Tomaten. Das Ganze kochen wir ein wenig ein. Die Tomaten sollten aber noch ein wenig bissfest sein. Also nicht eine Tomatensoße draus machen. Wer zu wenig Power hat im Grill, einfach den Heckburner zuschalten, Deckel zu und ein wenig einkochen lassen, das passt schon so. Dann die Petersilie dazugeben. Und als kleiner Geheimtipp 30 bis 40 Gramm Butter und das mal schön einrühren. Nehmt ihr euren Lieblingsweißwein, gebt die 2,25 Deziliter dazu, 225 Milliliter und lasst das mal um die Hälfte einköcheln. Riecht jetzt schon richtig fantastisch. Gefällt mir sehr gut. Dann sehen wir uns gleich wieder, sobald das ein wenig eingekocht ist. Den Grill mal richtig hochgeheizt. Und wenn ihr so eine leicht sämige Konsistenz erreicht habt, passt das perfekt. Dann abschmecken mit Pfeffer und Salz. Natürlich kosten. Das Ganze gut abschmecken, dass ihr richtig gut ein wenig das Salz und den Pfeffer riecht. Ja, so passt das perfekt. Und dann die Muscheln dazugeben. Einmal gut durchrühren. Deckel rauf und das Ganze für 8 bis 10 Minuten ziehen lassen. Nach 8 Minuten haben wir es geschafft.
Riecht super lecker. Schauen wir mal rein. Ja, Freunde, sieht das nicht fantastisch aus? Dann würde ich sagen, wir testen das gleich mal an. So, Freunde, ihr habt schon gesehen, die sehen richtig lecker aus, riechen fantastisch, wie an der Côte d'Azur sozusagen. Das Meer riecht man raus und jetzt würde ich sagen, wir testen das an, ob das auch was kann, geschmacklich natürlich. Guter. Der Sud mal testen. Ja, Freunde, das geht nicht lange. Und dann ist das ruckzuck weg. Hat eine gute Schärfe vom Pfeffer und Salz. Passt hervorragend. Freunde, macht das unbedingt nach. Wenn irgendwie an Miesmuscheln kommt, das ist heutzutage ja nicht mehr so eine Sache, bekommt ihr fast überall. Testet das unbedingt. Super lecker und ein guter Snack für als Vorspeise zum Beispiel oder spät abends. Macht das richtig was her. Und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, ein Abo nicht vergessen, Job reinschauen, hier zwei weitere Folgen für euch. Kommentare sind erwünscht, Fragen, egal was, haut alles unten rein. Und schaut auch rein bei Facebook, bei Grill & Chill BBQ & Lifestyle International. Und bis zum nächsten Mal bei Grill & Chill BBQ & Lifestyle. See ya!